Disziplin im Royal Beef, Halo 3. Mann, halt's Maul! Beef is back again. Das hatte Nils schon bei Runde 7 des Royal Beefs gesagt und nun sagen wir es wieder, denn es ist wieder Zeit für Beef. Und wir haben uns für ein besonderes Spiel, eine besondere Location ausgesucht, um jetzt Runde 8 des großen Fleischeslasters zu essen. Die sind auch wieder am Start. Yeah! Ja, erstmal kurz nochmal der bisherige Punktestand. Das stimmt doch gar nicht! Und unser heutiges Spiel, Risiko! Und zwar in der Xbox-Version Risk Factions heißt das und das bedeutet, ein ganz kluger Mensch wird heute Abend gewinnen und alle anderen sind sehr dumm, höchstwahrscheinlich. Das war die Überleitung. So, lieber, großartig. Ja, danke, danke, danke. Ganz gut, danke. Ganz stark. Herzlich willkommen, liebe Beef-Freunde. Wir spielen heute Risiko. Und zwar nicht wir, sondern unsere vier Lieblingskontrahenten in Beef, Runde 8. Und mit mir ist mein Kollege... Trant. Yeah! Und wir wollen euch erstmal schnell das Spiel erklären. Und zwar haben wir deswegen hier zwei lustige... Länder. Oland und Eiland. Und im Risiko geht es eigentlich darum, die ganze Welt zu bevölkern. Oder einzunehmen von deinen Kontrahenten. Trant ist jetzt Angreifer. Und er, also greift an, ich mache hier mal so einen lustigen Pfeil hin. Und er darf jetzt mit zwei Würfeln angreifen, weil eine Person immer im Land bleiben muss. Aha. Genau. Tun wir das doch mal. Und ich habe jetzt eine 6 und eine 4 gewürfelt. Das heißt, 5 und 1 ist gegen 6 und 4. Das heißt, ich habe beide Würfel im Vergleich höher gewürfelt. Deswegen verliert Trant zwei Personen und kann nicht mehr angreifen. Scheiße. So im Grunde ist das Spielprinzip. Wenn Trant jetzt auch eine 6 gewürfelt hätte, hätte ich trotzdem gewonnen, weil der Angreifer ist immer schlechter als die Verteidigung. Also bei Gleichstand gewinnt trotzdem die Verteidigung. So, was dann noch wichtig wäre, ist, dass man immer jede Runde ein Land erobern muss, um eine Karte zu bekommen. Genau. Und wenn man dann... Ich habe sie aber auch schon vorbereitet. Und wenn man dann drei Karten hat mit verschiedenen Symbolen oder drei Karten mit gleichen Symbolen, dann kann man die gegen mehrere Armeen eintauschen und so sein Land verstärken. Genau. Und das ist eigentlich schon im Grunde das Prinzip. Und dadurch kann man einfach irgendwann versuchen, das ganze Universum einzunehmen. Und starten tut das Ganze in der Setzphase. Bevor es also in die Schlachten geht, kann jeder nochmal gucken, wo er seine Figuren haben möchte. Und da starten wir jetzt auch mal los. Lass uns die Farben nochmal sehen, wie es da steht. Ich fange an, ich bin schwarz. Ja, genau, der in der Mitte ist viel besser als wenn der von das der einen Seite. Nach oben. Blau. Rot. Gelb. Ja. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, wirklich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey Jungs, ein letztes in Frieden, Frieden beisammen sein. Bulli. Eins, zwei, drei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, ey, das fängt schon ungefähr an. Wie? Ich du bist blau, du hast fast Südamerika. Ja, fast. Aber der Blaue, guck mal den Blauen an. Wer ist denn blau? Oh, du bist blau. Ich weiß, ich wollte es nur noch mal hören. Du bist ja auch Zweiter, ne? Das ist lächerlich. Das ist echt lächerlich. Wir beide haben auch schon die schlechtesten Ausgangssituationen. Wir beide, ne? Mhm. Ja, geht's du Australien hast. Du hast auch sofort Afrika. Ob ich denn sofort Afrika? Wie soll das denn gehen? Ey, Budi, was machst du denn da? Warum willst du mir Australien wegnehmen? Ich hab doch dafür mehr Einheiten. Naja, also für dich wäre es im Moment auf jeden Fall noch wesentlich sinnvoller, dir Amerika zu holen. Wieso setzt denn jetzt eigentlich deine ganzen Truppen mal hinten nach Nordamerika? Weil ich das gerne hätte. Ja, aber da bin ich doch jetzt eindeutig. Ja, nee, du hast da gar nichts. Du hast ich habe da vier Länder. Naja, und ich habe drei. Ja, also bin ich ja wohl schon mal... Ich habe da sechs Einheiten. Ja. Du auch. Nur Australien bringt dir auch nichts, Budi. Ja, klar. Es bringt dir gar nichts, das ist halt Australien. Natürlich. Also du musst schon ein bisschen größer denken. Nee, spar dir jegliche Einheit noch weiter hier auf Nordamerika. Das ist vergessen. Meinst du nicht? Ey, was soll das denn? Das ist auch eine Kriegserklärung, dass du dir Westafrika schnappst. Wie sind wir alle hier zuflüstern, dass ich dran bin? Vielleicht muss mein Gehirn diese Information auch erst verarbeiten. Weil sie voll ist mit Taktik. Wir sind schon zusammen, oder? Ne? Wie in alten Zeiten, ne? Wie lustig. Komm, ne? Die anderen habe ich nie so gemocht wie dich. Dies ist ein Gedankenspiel. Och, Eddie. Das ist so lächerlich. Das finde ich gut, Eddie. Finde ich gut von dir, dass du da auf mich gehst. Erstmal. Wie viel habe ich denn noch? Eine Truppe noch? Ja, nur noch die letzte.
Man könnte der Meinung sein, dass das ziemlich wenig ist. Über 15 hat man, oder? Ich würde gerne am Ende mal die Zeit stoppen, wer wie lange gebraucht hat. Und genau das haben wir gemacht. Und daran sieht man, dass Edith tatsächlich am längsten gebraucht hat, mit 4 Minuten 31. Dicht gefolgt von Nils, der hat 4 Minuten und 8 Sekunden gebraucht. Und noch dichter gefolgt von Simon mit 4 Minuten 2. Und tatsächlich, ganz überraschend, Budi, nur 1 Minute 46. Also verdammt fix alles gestellt. Ein verdammt fixer Setzer. Genau. Und jetzt gucken wir uns mal die Verteilung an. Wir haben das auch schon mal vorbereitet und alles genau nachgebaut. Und da sehen wir, dass Simon sich in Nordamerika breit gemacht hat, aber auch hier drüben in Asien seine Fronten verstärkt hat. Und die beiden hier, die kann er eigentlich, glaube ich, verschenken. Ja, die sind, da hat er Scheiße gebaut. Ja. Also die waren eigentlich verschenkte Soldaten, genauso wie Edis eigentlich eventuell hier diese ganzen Armeen, weil Budi hat hier komplett die Überhand und wird sich nicht nehmen lassen, da das Gebiet einzunehmen. Allerdings ist Ede auch sehr präsent in Südamerika. Genau. Und ich denke mal auch, dass wir das Erste sein, der sich diesen Kontinent holen will. Genau. Und Nils, halt Afrika. Das ist ganz eindeutig und hat es eigentlich auch ganz nett gemacht. Und warum er jetzt hier oben Figuren hingesetzt hat, was bringt das denn? Ist eigentlich auch Quatsch. Tja. So. Also man und sollte sich eigentlich am besten am Anfang auf einen Kontinent oder ein Gebiet verteilen. Also meine Meinung. Und Europa ist jetzt auch noch ein bisschen leer. Da wird Nils natürlich erstmal sich Afrika schnappen. Und dann vielleicht nach Europa oder halt wahrscheinlich eher noch nicht hier angreifen, weil Ede so präsent da in Südamerika ist, dass er da nicht so wirklich angreifen kann. Und was wir jetzt noch gar nicht erzählt haben, ist, wenn man natürlich einen kompletten Kontinent unter seiner Kontrolle hat, dann bekommt man jede Runde Einheiten dazu. Jede Runde bekommt man dann zum Beispiel für Nordamerika 5 Einheiten, für Asien sogar 7. Aber Asien ist eben schwer zu halten, weil das zig Zugangswege hat. Und genau deswegen ist es wichtig, die Grenzen wirklich zu sichern zwischen den Kontinenten. Wenn man einmal eine hat, muss man die Grenzen dicht machen. Das ist absolut korrekt, Gunnar. Ja. So, steigen wir ein ins Early Game. Genau. Oh, was geht los? Was geht los? Nils fängt an? Wieso fängt Nils denn jetzt an? Keine Ahnung, ich darf setzen, er fängt an und dann geht's so weiter wahrscheinlich. Da habe ich schon wieder 3 Truppen an den Start geholt, ey. Das ist auf jeden Fall ein krasser Vorteil. Ja, ich, das ist schon. Nee, kann man schon aufhören. Toll, Nils! Hast du halt Risiko kaputt gemacht. Das Spiel geht los. So, der Nils macht sich jetzt in Afrika breit, ausgehend von Ägypten. Haben wir ja schon angenommen, dass er erstmal den Kontinent sichern will. Erklär du doch, warum der Nils ein Idiot ist. Jetzt will keiner mehr. Es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass er noch nicht direkt gierig versucht, in der ersten Runde den Kontinent klar zu machen, sondern vielleicht auch ein bisschen darauf spekuliert, dass ich die 3 noch weg vielleicht ziehe. Come on! Budi, was ich zerstöre den Etienne. Pam! Ja! Wer hat gewonnen? Ja, ich habe gewonnen. Ja, das ist so lächerlich. Die tapferen Krieger Westaustraliens haben wieder einmal gesiegt. Das ist so lächerlich! Das ist so lächerlich! Würfelglück ist echt immer scheiße. Come on, diese Würfel sind dein Verderben. Es war sehr dumm, was du gemacht hast. Wir sind es gerade übereingekommen, es war sehr dumm, was ihr gemacht habt. Beide. Ihr habt beide Fehler gemacht, ja. Ihr habt eigentlich schon verloren. Eigentlich habe ich nur von Budi geredet, aber. Ich dachte, ja. Geschieht dir recht. Bitte, Simon, wessen Controller? Ist das der von Gunnar? Nee, gell? Ach, der guckt da schon. Ist der meiste deine? Ja? So. Interessant. So, wir sehen, der Budi hat sich jetzt in Australien breit gemacht und hat somit schon einen Kontinent. Der Simon, der pumpt seine Einheiten auch noch nach Nordamerika und versucht natürlich jetzt erstmal den Kontinent klar zu machen. Reibt sich hier auch ein bisschen an Nils Grönländern auf. Grönland, tapferes Grönland, du wirst niemals untergehen. Und das war das Ende. Und so war Grönlands Schicksal des Siegels. Emmy, ich mach das wirklich nur, weil ich dich halt echt weg haben muss. Und du hast nur einen. Also noch einfach. Der Simon vertreibt jetzt Eddie aus Amerika. Hat er auch schön geschafft. Nils, wollen wir irgendwas machen? Ich lass dich da in Ruhe. Kurz für eine Runde. Ey, ganz ehrlich? Nein, ich frage offene Frage. Ich würde mir lieber einen Sud aus deinem alten Badewasser einkochen und auf Ex trinken, als mit dir irgendeine Allianz zu bilden. Nur mal als Angebot. Hängen wir es an Flaggenmast und gucken, ob es wild. Das kann ich anbieten. Da hier, ich lass dich in Ruhe. Und dafür, weißt du, kannst du hier angreifen.
kannst du hier festmachen, also kriegst deinen eigenen Kontinent. Und ich nerv dich nicht, versprochen. Okay. Aber dafür, weißt du, lass mich hier jetzt in Ruhe und setz hier jetzt nicht 20 Armeen hin. Was ist jetzt der Profit, den ich davon bekomme? Ja, du bekommst Afrika. Und Afrika ist doch schon was. Und was ist der Deal? Du greifst mich nicht von welchem Land aus an, dass du in Afrika Ich nehme jetzt nicht deine drei Einheiten weg, als Beispiel, sondern lass dich runterziehen. Also du willst meine Südamerikaner aus ihrer Heimat vertreiben? Es ist einfach nur ein Angebot. Ne, die wollen da bleiben. Jetzt macht, Leute. Ja, da wäre der Nils auch blöd gewesen, wenn er in den Pakt eingegangen wäre. Stattdessen macht Simon was? Er kämpft einfach bis zur letzten Figur. Und ob das so schlau ist, wird sich noch zeigen. Oder? Ja. Nur Nils, es gibt zwei Möglichkeiten, ne? Wenn die Nordgrenze safe ist, dann kann ich auch die Ostgrenze hergeben. Wenn die Nordgrenze safe ist, ja, kann ich auch... Du hast da, weißt du? Wenn ich mich um die nicht kümmern muss, dann musst du dich um die hier nicht kümmern. Ja, alles klar. Okay. Aber das ist doch Quatsch, ihr müsst doch ohnehin. Die Einheiten müssen werden genauso zerstört, weil er den Kontinent will. Auf diesem Vertrag gibt es zwei Linien für zwei Unterschriften. So, wir haben es gerade gehört, es gibt ein Bündnis zwischen Südamerika und Afrika. Genau, und Eli wird jetzt seine Figuren rausziehen und dann nicht mehr Nils da auf den Sack gehen. Gut für Eli und Nils, schlecht für Simon und Rudi. Genau. Warum machst du mit ihm einen Pakt und mit mir keinen? Weil du der Teufel bist und mit dem Teufel macht man keinen Pakt. Simon sieht seine Fälle davon schwimmen und sucht auch händeringend nach einem Bündnispartner. Ich finde es schade, dass es keine Taste gibt, mit der Nils verliert. Ja, wie erwartet hat sich Nils in Afrika breit gemacht. Budi sichert Australiens Grenzen. Ja, das ist ein Zählerkrieg. Ich muss den gewinnen. Come on. Nein, gewinnen. 8 zu 4. Das ist so lächerlich. Aber Mann, der steht bei 6 zu 4. Wenn du jetzt noch mal einen verlierst, dann würde ich sofort aufhören. Ich würde auch dann aufgeben. Oh, fuck. Das ist ein harter. Das ist ärgerlich. Ich habe schon alles verloren jetzt hier. Nein! Was ist denn da los? Budi hat jetzt ziemlich viel Pech gegen Ede, aber hat es jetzt doch noch geschafft, den Kontinent zu sichern. Und jetzt kommt Simon. Ja, und Simon hat seine diplomatischen Pläne über Bord geworfen und greift Nils einfach mal an. Alter! Ja! Oh, Fighter-Modus. Oh, Pech. Einfach ein Pech. Jetzt die letzten 6. Ich krieg vor Aufregung, Schnupfen. Und als letzter im Bunde hat sich der Simon jetzt auch seinen Kontinent geschnappt, nämlich Nordamerika. Und jetzt als nächstes dürfte Eddie dran sein. Genau, er will entweder versuchen, in Asien ein bisschen sich Luft zu verschaffen oder halt, genau wie er jetzt macht, hochzuziehen. Mann, ey! Oh! Oh! Überleg dir's gut, Alter. Ohne Scheiß, für mich gibt's jetzt auch keinen Pakt mehr. Wenn du jetzt weitermachst, mach ich dich danach kaputt. Selbst wenn ich dabei verrecke. Ich werde dir das Scheißding abnehmen. 100%, ich garantiere ich dir. Das sind Ultimaten, sind das. Oh, oh. Ich weiß nicht, ich schreib's dir jetzt hier. Der hat ja eh aufgenommen. Scheint alles nicht zu helfen. Alter. Das ist so lächerlich, wie du dich zu Nils Werkzeug machen lässt. Ey, wie kann ich denn jetzt verschieben, Alter? Zieh doch nicht deine Leute da oben raus. Du hast mir doch eins abgenommen, ist doch gut so. Muss doch nicht sein. Alter, du kennst jetzt nicht mehr mit mir, oder? Ah, der wird's Krieg geben dann. Das glaube ich aber auch, Gunnar. Zwischen Simon und Eddie wird's auf jeden Fall richtig knallen in Amerika. Genau. Wer da wohl gewinnen wird? Ja, das ist die große Frage. Rufen Sie an unter 018. Jetzt geht's um Asien und Europa. Wer hat da die besten Chancen, sich den Käse zu schaffen? Also auf jeden Fall Nils und Budi. Die haben Kontinente in der Nähe und auch viele Einheiten. Und Ede hat ja auch alle... Nase lang mit Simon jetzt wahrscheinlich zu tun. Tja, aber Simon ist auch gut positioniert, um auch von hinten in Asien einzufallen. Genau, aber er wird, glaube ich, erstmal runterziehen und alles gegen Ede machen. Stimmt, das ist seine Priorität. Die hassen sich ja auch. Gut, wir werden einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt im Midgame. Genau. Genau. Schauen wir rein! Ey, mal ganz kurz, unser Pakt beinhaltet auch, dass man mindestens eine Runde vorher kündigen muss oder so ein Kram. Ne? Also wir können nicht einfach jetzt... Opportunist. Ja, Budi, dann lass uns doch mal König. Sorry, aber wenn wir jetzt hier einen Pakten spielen, will ich auch einen Paktpartner oder dann, weißt du? Ich entscheide mich allen Pakten. Ja, cool. Damit, aber dann, Budi, dann verlieren wir.
Spätestens seit Halo wissen wir ja, dass Budi lieber sein eigenes Ding macht, um hinterher abzustauben. Und der Nils, der schnappt sich einen der freien Kontinente und geht in diesem Fall auf Großbritannien. Oh, ich spiele hier echt mit Gehirnamputierten. Oh, und Nils. Wieso fängst du denn jetzt an, alle zu beleidigen? So, und jetzt kommt Budi und der versucht natürlich, sich in Asien breit zu machen. Und wahrscheinlich mit Erfolg. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt geht er weiter nach. Er geht weiter nach Afrika, um Nils zu schwächen? Was ist das für eine unerwartete Wendung? Nee, ich lass mich gut. Und Scheiß, du kriegst dir aufs Maul. Ich werde empfehlen, meine Karte, die ich gezogen habe, war vernichte Eddie. Oh, Entschuldigung, ist mir das Ernst. Entschuldigung. Was hast du nochmal letztes Mal beim Beef gesagt? Was? Nächstes Mal ganz souverän. Was? Du bist uns mit der ganz neuen Taktik immer. Ja, das war klar, dass sich der Simon jetzt auf den Eddie eingeschossen hat und er versucht hier seinen Kontinent zurückzuerobern, schafft er auch mit viel Würfelglück. Genau, Ede versucht natürlich jetzt das wieder rückgängig zu machen und die großen Profiteure dabei natürlich die anderen beiden, Nils und Budi. Brech doch einfach mal den Pakt. Das würde alles besser machen. Alles. Brich den Pakt. Wir werden wieder Kumpels. Würde alles besser machen. Komm, ich würde gerne mal Risiko mit viel Klimaschlangenzunge sehen. Das ist der von Harry Potter, oder? Nein, das ist der Klimaschlangenzunge. Wer ist Klimaschlangenzunge? Das ist Herr der Ringe, Mann. Ich sag's euch, oder unternehmt jetzt was gegen Nils, oder es wird einfach zu spät sein. Ich hab am wenigsten Länder von allen. Du bist so paranoid, ey. Paranaui! Oh, ein Sprecher. Ja, jetzt komm. Also du bist doch, siehst du als Kompliment, du bist halt gerade der Stärkste. Deswegen muss man doch. Wo bin ich denn der Stärkste? Das hat mich verspottet, weil ich keinen Kontinent habe. Und jetzt bin ich auf einmal der Stärkste. Wir alle. Und Nils befreit sich wieder von der gelben Macht aus Afrika. Nee, komm, auf mit mir ganz fassen. Ich werde dich jetzt eh angreifen. Ich habe schon abgeschlossen. Ich habe verloren, aber ich werde dich noch mitnehmen. Ja, das macht er eigentlich ganz gut, der Nils. Hat den Budi wieder rausgeboxt und geht weiter ein Stück nach Asien. Dufte. Boah. Sehr gut. Ja. Ich habe auch Karten. Jetzt kommen langsam die ganz großen Zahlen hier. Fuck. So viele sind das aber auch nicht. Ja, es wird beim nächsten Mal. Oh, ist abgestürzt? Nee, komm. Doch. Nee. Komm, Budi jetzt. Oh, okay. Das war Eddie. Kann man das? Warte mal. Ganz ruhig. Stopp. Wer war das? Ich. Ja, mal. Also, fortsetzen. Speichern geht leider nicht. So, was macht Budi jetzt, Trant? Ja, das macht er eigentlich ganz schlau. Der nimmt zwar ein Land ein, wie wir sehen, aber er lässt noch viele Einheiten in seinen Ländern stationiert, um ja, gut verteidigen zu können. Genau, das macht Simon ja zum Beispiel gar nicht. Nee, kann er nicht so gut. Vernichtungsmodus an. Bitte, lieber Würfelgott, ich will doch nur mein Land. So, und wieder zurück bei unseren beiden Streithähnen Simon und Eddie. War klar, dass Simon wieder Eddie platt macht. Er versucht in Südamerika einzufallen. Ja. Und das sieht auch ganz gut aus. Haut viele Einheiten weg gerade. So, jetzt bleibt noch ein Land über. Und das macht er erstmal schön eine Pause. Und greift erstmal anders an, um den Showdown zu wahren. Hat er Eddie gut dezimiert. Eddie tötet mich, wenn ich ihn jetzt nicht töte. Das ist das Ding. So, eigentlich würde ich es nicht. Aber was bleibt mir übrig? Vielleicht verliere ich ja auch. Aber das ist ja unmöglich. So, der entscheidende Würfel war auf Etiennes Seite, Trant. Wahnsinn. Ja, was macht der Eddie jetzt? Ich würde mich ja jetzt unten in Südamerika wieder vollpumpen und versuchen, Simon das Leben schwer genau, zu machen. Die Schlacht macht er wahrscheinlich auch. Wollte ich sagen. Nee, guck, er geht in Asien durch die Hintertür. Hast du kurz eine Sekunde oder bist du direkt? Du kannst doch zumindest mal gucken, dann passiert sowas. Du kannst doch zumindest mal eine Sekunde dir Zeit nehmen. Du musst doch nicht so ein Arsch sein. Tja, lässt sich der Eddie vom Simon nicht belabern.
Er verstärkt weiter seine Einheiten, holt sich sogar Südamerika zurück. Damit hat der Simon bestimmt nicht gerechnet. Naja. Oder nicht? Bestimmt nicht, ja. Das war ja eigentlich abzusehen. Nils macht sich in Südeuropa breit. Genau. Stärkt da, greift nicht weiter ein, sichert die Grenzen, alles super. Ja. Udi. Udi macht es wahrscheinlich ähnlich. Greift der würfelt immer nur ein bisschen. Genau, der würfelt ein bisschen, lässt viele Figuren stehen. Das ist eigentlich genau perfekt. Guck mal, überall die Grenzen schön gesichert. Wunderbar. Toll. Alter. Boah, Alter. Das ist lächerlich. Don't mess with the Zohan. Mit dem Johann. Die Freude ist immer so kurz im Risiko. Ja, da hatte er Simon versucht, den Eddie da oben rauszuboxen, schafft er aber nicht und Eddie kann sich weiter breit machen in Nordamerika. Genau, das war auch ziemlich aussichtslos. 3 gegen 6 Figuren, glaube ich. Also da braucht man eigentlich gar nicht angreifen. Jetzt gucken wir mal, was Nils macht. Mann, ey, du rennst lachend in eine Kreissäge. Das ist für alle, die das jetzt sehen, so lustig. Vor allem, wenn man ans Ende klicken kann und sehen kann, dass ich recht gehabt habe. Nee, das macht jemand nicht. Ihr bleibt schön bei uns, denn es wird noch spannend. Auf jeden Fall spannend. Boah, Alter. Man hätte ihm Australien abnehmen sollen. Man hätte ihn direkt am Anfang jetzt Australien abnehmen sollen. Das ist der erste Ding. Zu früh. Come on, Troops! Yes! Yes! Alter. Budi mit krass viel Würfelglück hier. Wahnsinn, hat er ein Glück. Komm schon. Yes! Ja, Bällebrille im Arsch, oder? Ja, die ist im Arsch. Wo ist sie eigentlich? Ach, die ist im Arsch. Ja, jetzt tut mich jetzt. So, jetzt. Ich hab sie ja kaputt gemacht, aus Versehen. Tut mir leid, ich kauf dir neue. Die kann man nicht mehr kaufen. So, wir sehen jetzt hier, Budi versucht jetzt wieder Nils in Afrika anzugreifen, um den Kontinentbonus ihm streitig zu machen, Trant. Sehr smart, der Budi. Das ist ein Quatsch! So unnötig! Da muss ich meinen besten Freund angreifen! Yeah! Gut so, Edu! Aber auch wenn er weiß, dass es totaler Quatsch ist, er muss sich einfach befreien, um Nordamerika wieder zu bekommen. Genau. Und jetzt greift er wahrscheinlich wieder 1-4 da oben. Ja, macht's. Assi! Ich muss das jetzt... Hallo, ey, na, da bist du ja. Hi, ich bin so der TV-Simon. Ja. Allein dafür greif ich dich hier jetzt an. Allein dafür. Ich hätte ansonsten hätte ich jetzt auch... Simon! Und was oben nicht klappt, das versucht Simon jetzt unten und versucht Ede da auszutreiben. Das Tauziehen geht immer weiter. Die anderen haben doch alle viel, viel mehr schon als ich. Warum bin der nicht immer noch der Feind? Ich versteh's nicht. Ey, Simon, das ist deine Paranoia. Der Budi hat mich gerade mit 15 Einheiten angegriffen. Ja, jeder hat ja auch gerade Krieg. Also wenn ihr beiden euch nur so als Tipp mal einen Pakt oder das von unserer Werte macht, ein Pakt? Könnt ihr ja mal versuchen. So. Ein Pakt? Ja. Nee, wir haben ja damals ausgemacht, keine Pakte zu machen. Nils, wollen wir irgendwas machen? Ich lass dich da in Ruhe, kurz, für eine Runde. So wie Genghis Khan damals. Als ob ich sowas jemals gesagt hätte. Ja, vielleicht hab auch nur ich's gesagt und ihr habt's ignoriert. Das kann auch sein. Ja, kennen wir ja von Simon, dass er öfter mal denkt, er hätte Sachen gesagt, die er gar nicht gesagt hat. Ja, leider. Etienne macht nicht so viel. Und jetzt ist Nils dran. Was macht er? Versucht wahrscheinlich wieder Budi rauszujagen aus Afrika. Macht er auch ganz schlau. Er geht von Südeuropa zu den Mittleren Osten. Yes! Fuck you, Budi, ey. Das ist so lächerlich. Bam, da hat er den Budi weggeputzt aus dem Mittleren Osten. Ey, so oder so, lass uns mal nach dem Beef auf jeden Fall bei den Herstellern anrufen und fragen, wie sie diese Würfelmechanik machen und die beschimpfen laut. Ja. Weil, ja, du bist vorsichtig. Wahrscheinlich finden wir raus von der Firma Budimann. Budimann, elektronische Würfel GmbH. Ich würde das gerne für sie tun. So, Nils hat es geschafft, Budi aus Afrika zu vertreiben und zieht jetzt seine restlichen Einheiten zum Mittleren Osten hoch, um die Grenzen zu stärken. Und Budi greift wahrscheinlich wieder an, oder? Budi, sag doch auch mal was. Ich bin klug.
Budi greift wieder ein Land an, um seine Karte zu bekommen und belässt es dabei und macht es eigentlich ganz schlau. Ein schlauer Fuchs. Ich gebe es nun auf, weiter mit euch zu reden. So. Toll. Wo wir gelandet sind. Keiner von uns hat einen Kontinent. Ja, Mann, deswegen lass es doch endlich. Ja, Simon und Eddie sind sich bewusst darüber, dass es Schwachsinn ist, aber sie kämpfen weiter. Das ist doch nicht, das ist doch... Stopp! Aufs Maul packt. Willst du nochmal oder nicht? Das ist ja praktisch. Kann ich vielleicht gleich wieder tauschen? Prost. Grüß dich. Alles okay. Da waren ein paar Spinnen. An der Wand. Also, tschüss. Nee, nicht. Ich fühle es noch zu. Es ist noch zu. Es tut noch zu sehr weh. Es hat sich nichts. Ich habe nicht mal Land gekriegt. Doch, eins habe ich gekriegt. Habe ich eins ja? Ich glaube nicht, oder? Doch. Eins habe ich erobert. Nein. Ich glaube nicht, dass du eins erobert hast. Ja, da geht er wieder raus. So, und was macht jetzt Nils? Der ist wahrscheinlich wieder schlau, holt sich seine Karte, sichert seine Grenzen und macht sonst großartig nicht viel. Er hält sich spielerisch zurück, aber der lässt sich auch nicht auf diese Diss-Gespräche ein. Genau, ja, das macht er ganz schlau, so ähnlich wie Budi auch. Dann nehmen wir die Klappe. Ja. Zack. Wie schön es aussieht, eine Welt in Grau. Ja. So, das Uralgebirge ist jetzt nicht so gut gesichert, dass Budi da nicht jetzt durchmarschieren könnte, Trant. Ja, das macht er auch, 14 Einheiten. Genau. Und da geht er auch gleich durch wie ein heißes Messer durch die Butter und mascht alles nieder, ja. Nils sogar gleich zwei Kontinente ab. Ja, überall ja. Stand nur eine Einheit. Krass. Ja, jetzt zieh doch auch mal durch. Es müsste auch so einen Intrigen-Counter geben für Simon. Jetzt mal, wenn du den gibt es jemand, der ist hier eingeloggt. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Was Simon jetzt wohl macht? Man weiß es nicht. Es ist, scheint doch gesetzt zu sein, dass wir beide so lange miteinander kriegen, dass die beiden den Rest der Welt haben. Alter, Budi und ich kriegen auch miteinander, genau wie ihr miteinander kriegt. Ja, aber ihr kriegt auf einem ganz anderen Niveau. Was willst du mir erzählen? Wir ihr habt kriegen Kontinente. Auf einem anderen Niveau. Wann hast du das letzte Mal Kontinent wirklich abgenommen bekommen? Gerade eben, vor einem Zug. Und sogar zwei. Ach fuck, hab ich wieder vergessen. Alter Simon, ey, du bist so ein Brainy, ey. Ja, aber vorher hattest du. Wo ist denn das Problem jetzt? Was mache ich falsch? Willst du bestreiten, dass du gerade führst? Ja. Budi dann führt. Dann achte gleich mal auf die. Budi führt schon seit langem. Klar, Budi führt schon seit langem. Nein, wieso? Natürlich. Überhaupt nicht so. Die gehört Budi ist der Einzige, der hat einen Kontinent als Einziger. Das ist Quatsch. Er hat die meisten Länder als Einziger. Er hat die meisten Einheiten. Aber ansonsten führt er nicht. Nee, es führen immer andere. Nee, mir ist es ja gefährlich. Das ist ja toll. 18 Armeen. Dann könnte ich ja fast schon versuchen. Ja, jetzt pack sie hin, komm, erspar uns so einfach die Theatralik und die billigen Witze und pack sie alle dahin und greif an. Ich überlege, wie ich dich ausradieren kann. Nee, mach einfach. Ich will jetzt auch mal heim irgendwie. Mach jetzt einfach. An Simons Stelle hätte ich jetzt auch schon keinen Bock mehr. Also, das ist gelaufen, das Ding. Go, go. Ja, und das war klar. Eddie mit seinem grönländischen Imperium marschiert jetzt durch Nordamerika, macht alles kaputt. Das ist nicht eine Einheit verloren bisher, oder? Kann das sein? True, true. Vielleicht will der Spielegott uns etwas mitteilen. An dieser Stelle halten wir mal kurz an, das ist ein sehr kritischer Moment. Eddie muss den Simon hier komplett platt machen, um an seine Karten zu kommen. Denn das haben wir auch noch nicht gesagt, derjenige, der besiegt wird, muss seine Karten an denjenigen abgeben, der ihn besiegt. Simon hat allerdings in Sibirien noch eine Einheit und Ede hat nur drei in dem Nachbarland. Also wäre vielleicht eine bessere Taktik gewesen, dort zuerst anzugreifen oder
nochmal im Nachbarland 2 Einheiten mehr reinzupumpen, um dann sicherzugehen, dass Simon wirklich ausgelöscht wird. Tja, aber jetzt muss man mal schauen, ob Eddie mit seiner Brachialtaktik trotzdem vorankommt. Du jetzt echt so tun, als ob das total schlimm ist. Oh mein Gott, ich habe 2 Kontinente. Oh, da habe ich diesen einen nicht gekriegt. Mann, ey, ihr seid alles so Deppen. Oh, ist das zum Kotzen. Ich passe es nicht. Was? Ich hätte deine Karten gekriegt, wenn ich dich gekillt habe. Du raffst es nicht. Ja, den Simon hat's gelegt. Das war abzusehen, dass es in dem Streit zwischen ihm und Eddie einen Verlierer geben musste. In dem Fall war Simon. Eddie hat's leider aber auch versäumt, Simon Platz zu machen, um seine Karten zu bekommen. Sein einziger Vorteil ist, dass er jetzt Punkte von komplett Amerika bekommt. Genau. Und der Mittlere Osten wird jetzt versuchen, hochzuziehen. Also Nils wird da wahrscheinlich noch Einheiten reinpumpen, um dann Simon in Sibirien Platz zu machen und dann die Karten abzuziehen. Ja, wäre unwahrscheinlich, wenn er das nicht schafft und Budi sich den Simon holen würde. Aber da sieht man eigentlich auch, dass Nils und Budi das echt schlau machen mit ihrer zurückhaltenden Spielweise, weil so haben sie jetzt noch genug Power, um den Kampf unter sich auszutragen. Genau, also Ede hat zwar auch noch Chancen, also mit den 2 Kontinenten vor allem, aber das wird wahrscheinlich auf Budi und Nils herauslaufen. Tja, wie das Ganze ausgeht, werden wir jetzt gleich in Kürze sehen. Du kriegst 31 neue Truppen, oder was? Nee, 23. Gut, dass ich es nicht rechnen kann. Nils verstärkt sich jetzt und geht Vollkurs auf Simons Karten, wählt aber den skandinavischen Weg. Du gehst mir jetzt schon auf die Eier, Budi, ey. Das ist so unfassbar, ey. Fuck you, Budi. Echt, das ist unglaublich. Wie du mit jeder Zecke da dich da so fest... Yes! Nee. Yes! Yes! Ach, schade, ey. Komm, Simon. Ja! Los, Simon! Ja, go! Verteidige dich! Go, go! Darf ich gegen? Go! Simon! Oh. Ach, nee, doch. Nur noch 14 Mal das Kunststück. Das schaffst du, Mann. Hex, Hex! Yes! Und dann musst du nur noch den Budi überleben. Überlebenskarten für auch schade. Das ist doch gar kein Problem. Simon besiegt. Da hätten sie sich eine schöne Animation für mich. Also, und dann bei den anderen kommen. Ja, es ist ja soweit, es ist ja wirklich okay. Also wenn im Grunde jetzt Eddie mich angreift, ist es ja so für sich genommen kein Ding. So ist es halt bei Risiko. Wo ich es persönlich ein bisschen grenzwertig finde, wo ich dann auch sage, da ist die Balance einfach des Spiels nicht mehr gegeben, wenn 2 einen Pakt machen, der Dritte sich nicht entscheiden kann und folglich gar nichts macht, beziehungsweise sich um seinen Mist kümmert. Und ich dann, ja, habe ich im Grunde einfach nur Pech gehabt, dass ich mich für den Kontinent entschieden habe, weil da eben gerade dann Eddie war, der irgendwie dann keinen anderen Weg hatte, als zu mir zu expandieren und auch permanent mich angegriffen hat, damit ich keine Punkte kriege für mein Land. Ich habe nicht ein einziges Mal Punkte gekriegt für einen Kontinent. Und Eddie hat einfach nicht, da fehlt ihm vielleicht einfach auch die Voraussicht, einfach nicht kapiert, dass das alles nur gegen ihn läuft. Er kriegt jetzt garantiert, in 15 Minuten ist er raus. Das Einzige, was er erreicht hat, ist, dass er eben nicht Vierter ist. Und das ist natürlich mehr, als ich erreicht habe. Entweder ich greife dich an oder ich greife Eddie an. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Naja, es gibt noch, es gibt noch viel mehr. Du kannst dir Europa sichern zum Beispiel und Eddie und Nordamerika zumindest mal streitig machen, weil du ja immer noch diesen blöden Pakt mit Eddie da hast. Aber dann hat Eddie wenigstens ein bisschen weniger Punkte. Der kriegt halt 5 für Nordamerika. Ich wiederum mit meinen 2 Popeligen. Mich wirst du eh nicht in einem Zug auslöschen, dass du meine Karten kriegst. Ich wäre da vorsichtig. Ich persönlich. Also, es ist eine Variante, du lässt mich komplett in Frieden. Nee, die Variante, ja, lustigerweise, die Frage ist, was will ich eigentlich? Will ich dieses Beef gewinnen
oder will ich versuchen, noch mehr als den Sieg bei dieser einen Disziplin rauszuholen. Und diese zwei Möglichkeiten habe ich jetzt. Die eine ist mehr Risiko und die andere ist safe. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist die größte Streitmacht, die wir bislang gesehen haben. Vielleicht versucht er wirklich, das Unmögliche in den Louis auszulöschen. Shit. Come on, Power! Würfel Power! Das ist das Einzige, was mir bleibt im Moment. Scheiße! Was macht der Nils jetzt? Er greift jetzt eh den Grönland an, um ihm den Kontinent-Bonus wegzunehmen. Da würde er sich Südeuropa holen, ne? Da würde er sich Südeuropa holen. Das wäre so groß, wenn jetzt Würfelglück wieder am Start wäre. Sehr gut. Das wäre so gut. Ja, weiter geht's, meine Truppen. Come on. Gegen Come on. Yeah! Alter, das ist einfach unfair, mit dem zu spielen. Und der Nils reibt sich am Booty wieder auf. Das kann man gar nicht mit ansehen. Er hatte vorhin schon so ein Würfelglück, der Booty. So, der Nils, der greift jetzt natürlich den Booty an, denn wir wissen, dass der Booty in der Beef-Rangliste vor Eddie ist und den muss er jetzt natürlich erstmal ein bisschen schwächen. Genau, das war schon sehr schlau überlegt und es riecht schon sehr nach Sieg für Nils, würde ich sagen. Also er holt sich jetzt ganz Asien wahrscheinlich, wenn er einen Riesenstreit macht. Läuft dann auch auf Australien sogar? Genau. Okay. Was jetzt nicht so schlau war, dass er Indien nicht mitgenommen hat, weil er hätte einen anderen Weg wählen können, mit einer kleinen Kurve drin. Wollen wir, dass man Schicksal besiegelt, wahrscheinlich, ne? Fuck it. Was kann ich noch anrichten? Ich kämpfe bis zum letzten Würfel. Das ist so lecker. Yes! Alter, schön, wie fühlt sich das denn an, Rudi, ey? Grausam. Oh. Yes! So. Australien hast du, hast auf jeden Fall über 15. Ja, nehmen wir auf jeden Fall noch Europa-Regen. Ja, ist ja logisch. Das Reiten kriegen wir eh nicht mehr. Woll. Ja, hier passiert, glaube ich, jetzt nicht mehr viel. Sieht nach Sieg aus. Ja, Rudi hat sich noch ein Stück Europa geholt. Genau, Ede versucht noch irgendwas. Alter. Karten ausspielen, dann ist vorbei. Ja. Kann er aber nicht. Doch, kann er. Das ist ein Witz. 30 Truppen. Zwei. Ja, das ist für den Arsch. Plus 9 sind 41. Ja, herzlichen Glückwunsch, Nils. Du kannst jetzt entscheiden, wer Zweiter und wer Dritter wird. Zweiter und Dritter. In Anbetracht der insgesamt existierenden Brieftabelle kannst du es einfach mal überlegen. Und auch, natürlich hast du mitgekriegt, wie der Simon mir zum dritten Platz gratuliert hat. Macht ja immer Spaß, mich zu widerlegen. So, Nils bekommt jetzt 41 Einheiten und Trant, der Drops ist gelutscht. Ja, nee, ja doch, der Käse ist gegessen. Genau. Da greift der Nils mich an, da will er mich platt machen. Keine Gegenwehr. Boah, nicht einen habe ich dir abgezogen. Goodbye, Booty Man. It was so nice to play with you. Da geht sie hin, die gelbe Macht. Bam. Ich wette, sind zwei vernichten die Zähne. Ich hab nichts gesagt. Ja, ich bin raus! Jesus, ich hasse das. Ich mach das nicht. Also ich war ja tatsächlich von Anfang an eigentlich dagegen, Risiko zu spielen, weil das ist immer so
da wird sich ja gar nicht bei dieser Konstellation auf das Spiel konzentriert, sondern es geht vielmehr um diesen ganzen Psychoterror und den Psychokrieg, der eben naja, damit einhergeht. So. Und das ist einfach unglaublich nervig und anstrengend. Und mich ärgert es eigentlich. Eigentlich habe ich wirklich gedacht, so, ich lasse die Eddie und Simon waren ja so von Anfang an schon, das war auch ein bisschen Kalkül. Ich habe gedacht, die vernichten sich schon selber und dann komme ich dann irgendwann mit der gelben Lanze und greife mir alles ab. Aber Nils war leider schneller. Und Nils war schon von Anfang an so mein ärgster Gegner. Anders als jetzt zum Beispiel Eddie oder Simon, die sich da wirklich den ganz klaren, offenen Krieg hin und her geleistet haben. Auch nicht unbedingt clever. Ich habe da auch die Vermutung, dass die drei sich halt zusammengeschlossen haben, um mich halt auch aus dieser Disziplin rauszuhauen, weil sie ganz genau wissen, dass ich derjenige bin, der am härtesten bei Nils hinten dran bin, mit seiner Punktzahl im Royal Beef Turnier. Aber jetzt 17 Punkte, ist doch voll von Art. Das nächste Mal spielen wir wieder richtige Männerspiele. Heimer. Oder Mikado oder sowas. Ne? Werde ich dann auch, weißt du, da gibt es auch keine Würfel. Da zeige ich dann mal. Ich bin schon frustriert. Scheiße. Klar, der Nils geht jetzt auf den Eddie los. Bisschen ungünstig, dass seine ganzen Einheiten mitten in Europa stationiert sind. Ja, das hätte sich vorher überlegen können eigentlich. Aber jetzt kommt Ede nochmal, vielleicht mit Grönland. Ey. Oh. Ach, das war sogar dumm. Jetzt habe ich ihm sogar noch die Chance gegeben, den nächsten Zug mit den 20ern anzugreifen. Ja. Ach, ist das alles dumm gewesen. Ja, das hat Eddie richtig erkannt. Er kommt jetzt seinem Angreifer entgegen und erleichtert so Nils natürlich das Spiel. Genau, sonst hätte Nils noch eine Runde länger gebraucht. Und jetzt kommt doch, ja... Ach, ist doch eh wurscht. Ja, jetzt ist der Sieger. Ja, jetzt kann man es schon fast 5000 sagen. 5000 Einheiten. Ja, mach ihn platt jetzt, komm. Ich bin nach Hause. Boah, man blutet so langsam aus in diesem Spiel. Ja, ne? Und mit den traurigen Bildern eines sterbenden Eddies verabschieden wir uns von euch. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ja, tschüss, ne? Tschüss. Wollt ihr nicht live dabei sein, wenn das Spiel gewonnen wird? Wir sind ja dabei. Wenigstens eine 6 zum Abschluss. Yes! Ach, Jungs. Und wir haben uns alle noch lieb. Wir haben uns alle noch lieb. Komm, Simon, in den Kreis der Liebe. Okay. It's the circle of love. Ich kann nicht wirklich hundertprozentig zufrieden sein mit der Leistung, weil ich ganz, ganz nah am Sieg war. Dann gab es einen entscheidenden Moment, der im Prinzip die Partie dann zu meinen Gunsten gekippt hat. Und das war, als der Eddie den Simon ausgelöscht hat und versäumt hat, auf das eine Feld, wo noch 3 Einheiten von ihm waren, noch welche draufzupacken, um sicherzugehen, dass er dieses eine Feld von Simon, das letzte Feld, platt machen kann. Und ich gebe es auch echt zu, das klingt jetzt bescheuert, wenn ich es jetzt so sage, weil das glaubt mir wahrscheinlich keiner, aber es war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich will auch, dass dieser Kampf da oben spannend wird. Ich will, dass das die letzte Einheit, die ich den Simon nehme, mit der ich ihn vom Brett kicke, dass das ein spannender Kampf wird. Und da gab es dann 2 Duelle und ich habe innerlich gezittert, weil ich wusste, das ist auf jeden Fall der Big Point des Spiels. Und erst hat er mit 2 Armeen gegen eine gekämpft, hat verloren, dann mit einer gegen eine und dann beide eine 1 gewürfelt. Aber natürlich wollte ich trotzdem gewinnen. Also ich wollte nicht so spannend das machen, dass ich am Ende ihn nicht kriege und ein anderer abstaubt, ja. Ich war dann dran, konnte eintauschen, konnte ihn platt machen, habe Simons Karten bekommen, habe nochmal eintauschen können und das hat das Spiel eigentlich entschieden. So. Ich habe den Simon mit in den Sumpf gezogen, das macht mir schon wieder ein bisschen gute Laune. Und eigentlich war der größte Profiteur der Nummer aber Buddy, weil der hat, glaube ich, überhaupt nicht gekämpft. Der hatte so gut wie nie irgendwelche Scharmützel, es sei denn, er hat selber jemanden angegriffen. Und deswegen habe ich eigentlich die ganze Zeit gedacht, dass Woody die besten Karten hat. Insofern bin ich nicht wirklich hundertprozentig zufrieden. Natürlich muss man sagen, ein 2. Platz, das ist schon mal 2 Plätze besser als die letzten Beefs. Insofern eine Steigerung. Da muss ich sagen, haben die Jungs sich auch fair verhalten, dass die sich nicht zu dritt gegen mich verbrüdert haben. Aber es hat auch ganz gut funktioniert, so den Simon so ein bisschen aufzustacheln. Und der war ja wirklich on fire und hat alles gegeben und alle Intrigen, die ihm eingefallen sind, hat er an den Mann bringen wollen. Hat nicht so gut geklappt. Da habe ich schon profitiert. Eddie ist eisern geblieben, hat den Nicht-Angriffspakt eingehalten, das war auch wichtig für mich. Ja,
Und der Rest hat sich so gefügt. Finde ich super. Echt nicht gedacht. Voll gut drauf. Hat gut funktioniert. Yeah, das war Beef Runde 8 Risiko. Und erstmal einen Applaus für uns, denn das war tatsächlich die allererste Risikorunde, die wir zu Ende gespielt haben und in der wir auch nicht zerstritten sind am Ende. Kein Scheiß, wirklich der erste. Wow. Das ist so ein bisschen der Schorf auf der offenen und blutenden Wunde von unserem letzten Risikomatch auf dem Hausboot in Holland. Die Narbe wird sehr tief sein. Ja, jetzt noch ganz kurz zum Ende den Gesamtspielstand, den ich nicht ohne Genugtuung verlese, das sage ich dazu. Ah, ich muss ganz schön. Auf Platz 4 und 3. Gleich hintereinander. Eddie und Simon. Mit 9 und 11 Punkten. Ich habe mich verbessert. Ja, ist so, du hast meinen Platz verbessert. Ich bin gerne da. Ja, Eddie, 2 Punkte geholt heute, Simon 0. Auf Platz 3, 2 meine ich. Ja, mach mich kleiner. Heute 1 Punkt geholt. 13 Punkte in der Gesamtwertung. Daniel Buhlmann. Das muss man sich mal vorstellen, obwohl ihm die Würfel gehören. Das ist echt schön schlecht. Ah, so, und jetzt ein Moment, den möchte ich auskosten. Auf Platz 1, 17 Punkte in der Gesamtwertung. Heute 3 geholt. Ich selbst. Du bist so. Das war wirklich die schlechteste. Du bist wirklich. Eine der Anmoderation. Ach, dazu kann man jetzt vielleicht auch nochmal sagen, dass. Nein, ey, ich bin so ein Mensch. Ich selbst. Ja, das war's von Risiko. Ich hoffe, ihr habt Zeit und Geduld gefunden, um lang genug dran zu bleiben bis zum Ende. Das hat sich ja voll gelohnt für mich. Und für euch sicherlich auch. Das nächste Mal wird es ein Überraschungsbeef geben. Geometry Wars 3. Ja. Wir wissen nicht, was es ist. Das können wir vielleicht verraten. Das wird für alle ein Überraschungsbeef sein. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht was, wir wissen nicht wo. Ja, bis dahin, viel Vergnügen mit der Beef-freien Zeit. Tschüss. Tschüss. Vielleicht wird's heilen. Super, Nils.